Ja, absoluter Gänsehautmoment damals, lieber Bundestrainer. Und ganz so spannend muss es heute Abend ja nicht werden. Denke mal, das sehen viele Fans und Sie vielleicht auch so. Und die Glücklichen, die mit einer Karte ausgestattet sind, die sind bestimmt schon auf dem Weg nach Paris und werden noch oder wurden da bereits an der Grenze zu Frankreich kontrolliert. Denn so soll von vornherein verhindert werden, dass gewaltbereite Fußballfans und Hooligans überhaupt an den Spielort kommen. Zumal die Partie heute Abend ja auch als ein Risikospiel gilt. Fußballfans im Visier der Bundespolizei. Es ist kurz nach 7 heute früh, der Grenzübergang Goldene Brem bei Saarbrücken. Beim Überprüfen der Personalien haben die Polizisten festgestellt, einer der Männer ist in der sogenannten Gewalttäterdatei Sport registriert, wurde also bereits wegen Ausschreitungen auffällig. Hier hatten wir Hinweise aus unseren Fahndungsdateien, dass gegen die Person Erkenntnisse vorliegen. Derzeit sind die Kollegen dabei, die Person zu befragen, um die Erkenntnislage zu verdichten, dass wir weitere Maßnahmen erlassen können. Das EM-Spiel Deutschland gegen Polen heute Abend, es gilt als Hochrisikospiel. Bereits seit Wochen wird beobachtet, wie Hooligans über das Internet mobilisieren. Die Bundespolizei steht auch in engem Kontakt mit ausländischen Behörden. In den letzten 36 Stunden hat sie ihre Fahndungsmaßnahmen und Kontrollen entlang der deutsch-französischen Grenze, aber auch in den Zügen deutlich verstärkt. So wurde gestern in Saarbrücken 4 Personen die Ausreise nach Frankreich untersagt. Wir hatten Fahndungshinweise, dass die Personen in den Fahndungsdateien registriert waren. Und die Befragung der Personen hat uns letztendlich dazu bewogen, diese Entscheidung zu treffen. Es hatten sich die Gesamtumstände ergeben, die für eine Ausreiseverweigerung gesprochen haben. Eine Einstufung als gewaltbereiter Fan oder eine Registrierung in der Gewalttäterdatei Sport alleine reichen nicht aus, um die Ausreise zu untersagen. In jedem Einzelfall muss die Polizei Hinweise und Verdachtsmomente prüfen. Werden zum Beispiel Pyrotechnik, Waffen, verbotene Gegenstände, Vermummungsgegenstände mitgeführt? Welche Reiseabsicht hat diese Person? Reist diese Person alleine? Ist die in einer Gruppe unterwegs? All diese Dinge werden dann beurteilt und wenn ausreichende Gründe vorliegen, dann können wir eine Ausreiseuntersagung für diese Personen auch aussprechen. Bei der Suche nach Waffen und verbotenen Gegenständen, die bei Krawallen zum Einsatz kommen könnten, ist auch Schäferhündin Phoebe eine große Hilfe. Sie ist darauf trainiert, Pyrotechnik, also Feuerwerkskörper, zu erschnüffeln. Es gibt natürlich viele Verstecker am Fahrzeug, alle Hohlräume, die sich anbieten, ob es jetzt der Innenradlauf ist oder egal wo. Ja? Deswegen gehe ich mit dem Hund einmal ums Fahrzeug drumherum. Wenn irgendwo Pyrotechnik versteckt ist, dann findet es. Ja. Laut Bundespolizei laufen die Kontrollen sehr kooperativ ab. Deutsche wie polnische Fans unterwegs zum Spiel nach Paris haben Verständnis für den Zwischenstopp hier kurz vor der deutsch-französischen Grenze. Wir waren am Sonntag in Lille, da habe ich mich noch gewundert, weil überhaupt kaum Polizei präsent war. Deswegen ist ja nur zu unserer Sicherheit, das ist okay. Wir fahren mit unserer Mannschaft für viele, viele Jahre und wir möchten nur ganz gut Fußball sehen. Mitfiebern, ein spannendes Match und keine Krawalle sehen, das wünschen sich auch diese deutschen und polnischen Schlachtenbummler, die schon mal zeigen, wie schön Fußballfreundschaft aussehen kann.